Guten Tag. In diesem kleinen Demo-Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Hilfe von Photoshop unerwünschte Bildbereiche, wie zum Beispiel Flecken, entfernen können. Ich habe hier ein Foto geladen und man sieht hier auf diesem Foto ein Pferd abgelichtet und auf dem Pferd sind manchmal hier so kleine braune Flecken zu sehen. Das sind Dreckflecken, weil das Pferd nicht geputzt worden ist, bevor es abgelichtet worden ist, oder eben Lichtreflexe, leichte Schatten. Und nun möchte ich diese Aufnahme für einen E-Learning-Kurs professionell aufbereiten, damit man eben diese unschönen Flecken nicht unbedingt mehr sieht. Dazu verwende ich in Photoshop CC ein Werkzeug aus meiner Werkzeugpalette, und zwar das Ausbessern-Werkzeug. Das Ausbessern-Werkzeug kann ich mit der rechten Maustaste hier in meiner Reparaturliste der Werkzeuge finden. Ich markiere das Ausbessern-Werkzeug und das Ausbessern-Werkzeug funktioniert so, dass ich eben hier die grobe Struktur dieser verschmutzten Bereiche mit der linken Maustaste gedrückt nachzeichne. Dann wird dieser Bereich markiert. Dann lasse ich die linke Maustaste aus und ziehe diesen Bereich auf einen, so einen Stempelbereich, der eine Struktur aufweist, die mir eben besser erscheint als die verschmutzte Struktur. Und ich ziehe dann mit der linken Maustaste gedrückt diesen Bereich eben mit der Maus hier drauf. Und dann sehe ich auch schon das Ergebnis, dass diese Struktur so Art überstempelt worden ist. Und da kann ich natürlich ganz tolle Ergebnisse damit erzielen. Vielleicht kann ich auch nochmal gucken, hier sehe ich auch nochmal einen Fleck, den ich dann aus meinem Bild heraushaben möchte und ziehe den in einen sauberen Bereich des Pferdes hier rein. Und schon ist der Fleck verschwunden.